City. Das Ergebnis der gestrigen Leichenlotterie, eine solide 30. 10 davon aus Hellwood. Geht doch nichts über Gangkriege. Dazu ein toter Polizist. Also seid ihr alle sowas von im Arsch. Sowas nimmt das NCPD persönlich. Während in Santo Domingo erneut Stromausfall herrscht, Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz. In Westbrook kratzt Traumateam unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Opfern vom Asphalt. Und in Pacifica, naja, Pacifica ist eben Pacifica. So viel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euren Tag in der Stadt der Träume. Und damit seid grüßt. Und willkommen zurück zu einem neuen Projekt. Stream-Projekt. Und Let's Play-Projekt live im Stream und später. Was bist du denn? Streamfliege ist wieder hier. Was die Mücke, was die Motze, keine Ahnung. Zu einem neuen Stream-Projekt. Wir spielen Cyberpunk 2077. Live im Stream und später auf YouTube. Ja. So sieht's aus. Wurde auch mal Zeit. Und es läuft bei mir auf meinem alten Kasten. Es ist ein einziges Wunder, dass das Spiel überhaupt bei mir funktioniert. Mal schauen, wie lange. Ich starte ein neues Spiel. Ich habe das schon mal kurz angespielt, um das zu gucken, ob ich das kann, ob ich mit den Störungen klarkomme, ob ich das Spiel kapiere. Und ich habe auch drauf. Und ja, wir spielen. Ein neues Spiel. Schwierigkeitswählen. Da könnt ihr jetzt ewig mit mir diskutieren und schimpfen und fluchen, aber ich würde mal sagen, wir spielen auf dem einfachsten Spielmodus. Die perfekte Option für Spieler, die sich entspannen und einfach die Geschichte genießen wollen. Kämpfe sind keine Herausforderung. Wir könnten auch normal, wirklich schwer auf keinen Fall und sehr schwer auf überhaupt keinen Fall. Ist beim ersten Durchlauf und ich werde schon im einfachen Spielmodus was von abkratzen. Wir nehmen den einfachen Spielmodus. Keine Diskussion. Und ja, in meinem privaten Spiellauf habe ich schon mal, Spieldurchlauf habe ich schon mal normal was probiert. Und ich werde jetzt für den Stream. Im Stream werde ich mal als Street Kid spielen. Es heißt, wer die Straßen von Night City verstehen will, muss in ihnen leben. Du bist mit Gangstern, Fixern, Puppen und Dienern aufgewachsen. Das Gesetz des Dschungels verlangt, dass die Schwachen den Starken verdienen. Das einzige Gesetz, das du in Night City noch nicht gebrochen hast. Das heißt, ich habe wahrscheinlich gedient. Da sind wir mit Charakter Nito. Dann werden wir jetzt die nächste Stunde brauchen wahrscheinlich. So, mit Punkt E können wir den Charakter drehen. Dann haben wir 2 Stunden. Ich bin wie. So, Hautfarben. Let's Eat können wir ja nochmal eine hellere Hautfarbe nehmen. Das ist bei meinem. Ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen. Bei meinem Outcast, bei meinem Steppenwolf, keine Ahnung. Stimmwolf ist bestimmt nicht. Bei dem One da habe ich mal ein bisschen, ja, so ein bisschen sonnengebräunte Sache gemacht. Eine ganz Aschweiß will ich jetzt hier nicht machen.
Weiß nicht, man muss mal gucken, wie das aussieht. Das ist so der hellste Ton. Und ich nehme mal den hier, weil den habe ich schon mal genommen. So. Vielleicht der hier. Müsste ich mal gucken. Und die Haare können auch durchaus werden. Ja, mal gucken, wie das den ganzen Körper mal. Hauttyp haben wir hier. Gibt es so viele, gibt es wahrscheinlich später noch hier. Hier gibt es gerade nur 4-5 Stücke, aber bei den Haaren gibt es auch gleich so viele Möglichkeiten. Ich nehme einfach hier den ersten. Die Frisur, jetzt wird es interessant. Ich denke, ich mache dich auch bei den Werten. Ich werde mal so ein bisschen die. Wird mal sehr viel am Anfang. Wir können später wahrscheinlich nochmal umleveln und die noch umlegen. Nochmal andere Sachen auf andere Sachen legen, ja genau. Werte irgendwie anders umlegen. Ich werde mal am Anfang sehr viel auf Technik setzen, also so sehr, sehr viel auf Technik und Geschick und Intelligenz. Das war jetzt so immer den Emo machen. So Anfang sehr ja. Ich werde es wahrscheinlich bereuen, dass das nicht auf. Ich meine, da werde ich vielleicht auch ein paar Punkte, das sind so eine Stärke, so ein. Ich glaub cool und das andere hieß das irgendwie. Wie gesagt, ich habe schon Charakter erstellt. Der Look hat irgendwas, der hat so ein bisschen das so ein bisschen Hacker-Guru. Und dann so ein bisschen. Den mache ich nicht, den hatte ich glaube ich, den habe ich sonst in jedem Spiel irgendwie gefühlt. So ein Baldur's Gate 3 hat ja auch so ein Zeitcut, den muss. Das wäre auch eine Idee hier, dieser so ein Harley Quinn Style machen. Und die wilden 80er. Am meisten. Müssen wir mal wiederfinden. Ich glaube, ich nehme die hier. Also müssen wir mal ein bisschen das. Noch mal einen auf dem hier. So, hast du hier. Machen wir auf End of GLP Fan.
Mit B-Flag hätte auch was. Die verlieren. Bisexuell Verlauf. Das hätte auch was. Bisschen rot. Zu sehr Neon würde ich es gar nicht machen, wenn wahrscheinlich alles, also wenn alles andere Neon wird. Ich habe noch nicht sehr viel von dem Spiel gespielt. Doch in den letzten Jahren wenig davon mitbekommen. Ist ein bisschen so rot oder. Grün hier ist das gefällt mir auch. Oder ganz in Violett. Wenn wir schon die Haare haben, dann können wir hier. Können wir hier zwei Haarfarben nehmen. Aber rot oder? Auf jeden Fall eine Schwarzabstufung nehmen. Rot sieht schon. Bin ein Fan von Rot. Richtig hier so Weinrot bis Pink. Nehme ich. So, Augen. Das ist natürlich mit der Frisur ein bisschen blöd. Ein Auge haben wir noch zum Gucken. Geht's nicht weg. Ja. Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Ich habe die ganzen Augenfarben. Ich kann auch solche Experimente machen. Warum nicht? Wenn wir werden unseren den Charakter wahrscheinlich die meiste Zeit irgendwo von hinten sehen. Seine Cutscene ist irgendwie. Ja, Violett oder Violett mit Ausschlag. Na, eher zu lang. Nicht durchgesuchtet. Was nehmen wir Violett? Violett oder Netflix Violett?
Ich glaube, ich nehme das hier. Augenbrauen. Puh, das ist gut. Augenbrauen. Jetzt könnte man die Frisur ändern. Um das mal zu stellen. Warum nicht? Die müssen dann aber auch natürlich auch in dem Stil. Nein, wo ist die Frisur? Wimpernfarbe. Nase. Nummer 11 sieht ganz okay aus. Ich bin Fan von Nummer 15 oder von Nummer 11. Ja, 15 tut's mehr. Den Mund. Ja, kann man machen. Find's auch interessant, wie der Charakter hier ein bisschen so was Kind verändern hier, so sich ein bisschen anfasst, ranfasst. Die 10 hat was. Ich hab nicht mehr im Fan 112. Lass mal die 12 nehmen.
Für die Oberhauswahl gibt es denn wirklich? Ja, warum nicht? Das ist Rebo, wer? Volle Montur schon. Ein paar tolle Narben. Mich bei Team hätte gar nicht mal so wirklich Narben machen würde. Ja, eins sieht aus, als wäre da irgendwas unter dem der anderen Seite. Das sieht doch hier, das ist gut. Eine Frisur ein bisschen verdeckt. Noch ein Tattoo. Sowas am Hals könnte passen. Na, da bin ich ein Fan hiervon. Jupp. Hier sind's.
Ja, die hier würde ich sagen. Piercing-Farbe. Schön schwarz. Ja, da passt schwarz am besten. Oder Silber. Und Zähne. Kann man uns gut Zähne geben. Und dann ja, Zähne. Nee, lass das mal. Und Make-up. Ich denke, da kann man noch so einige Sachen machen. Später ein Make-up oder Haarsalon. Also für den Anfang erstmal. Ja, das finde ich, das passt hier einigermaßen. Oder das. Ja, die Lippen sind dann aber richtig. Ja, das hat auch was. Oh, das wäre nicht schlecht. Jetzt mal wohl hier. Das gefällt mir auch sehr gut. 6 oder 7. Konsequenzen, die weiter fortgeführt haben. Na komm, das muss einfarbig. Ich kann fangen. So ein bisschen. Ja.
Fingernägeln. Lang oder kurz? Definitiv kurz. Oha. Farbauswahl. Sowas hier, sowas halb schwarz, halb rotes, obwohl das eher braun ist. Ohne Kommentar. Tattoos. Und Köpfen. Da sehe ich hier oben noch so ein bisschen was. Die Fortführung von dem dort oben. Ja, warum nicht? Oh, na, Baumkörper. Das war aus. Hoppala. Jetzt kommen wir hier zu den Werten. Konstitution, intelligent, Reflexe, technische Fähigkeiten, Coolness. Ist Attribut. Fast mehrere Fähigkeiten, sowohl Attribute als auch Fertigkeiten, wären die abhängig von dem Spielstil unterschiedliche Boni. Das Level der Fähigkeiten, Fertigkeit steigt durch das Ausführen von für sie relevante Handlungen. Das Level einer Fertigkeit kann maximal auf das Level des Attributs, in dem sie untergeordnet ist, gesteigert werden. Noch eine kleine Beschreibung dazu kriegen. Was das jetzt ist. So, wir haben jetzt noch 7 Punkte, wenn ich das richtig sehe. Konstitution bestimmt deine körperliche Kraft, die dein Durchhaltevermögen einen höheren Wert verbessert. Du kannst Schrotflinten, leichte Maschinengewehre, stumpfe Waffen aus dem Konstitution des. Wird halt sehr viel auf technische Fähigkeiten legen. Expertise als Techie. Ein höherer Wert verbessert dein Können mit Sprengstoff und Tech-Waffen und macht dich mit hochwertiger Cyberware kompatibel. Außerdem ermöglicht technische Fähigkeiten dir Schlösser zu öffnen, Geräte überschreiben, technisches Wissen. Das macht in jedem Spiel auf jeden Fall Sinn, da Punkte reinzulegen. Okay, das ist Max Level. Das werde ich sowas von brauchen. Ich PC. Ist nicht einknicken hier. Was haben wir hier?
Nettonerfähigkeit, keine höhere Nettonerfähigkeit, Smartwaffen, Nettoner auszuschütten. Da sollten wir auch ein bisschen was reinlegen. Vielleicht auf 5. Flexen. Einen höheren Wert verbessern können Sturmgewehre, Maschinenpistolen, Klingenwaffen und erlaubt den Einsatz fortgeschrittenen Manövern außerhalb schreibt Reflekt. Aufmerksame Anmerkungen im Dialog frei. Ja, da sollten wir auch noch ein bisschen Coolness. So, Attribut auch jetzt fertig. Ich will hier mal ein bisschen was über. Cool ist bestimmt in Stealth und Assassinenfähigkeiten. Ein höherer Wert verbessert werden können. Scharfschützenwert. Also, ich würde halt am wenigsten auf Konstitution nehmen. Schön gewaltsam öffnen. Ja, ich meine schon, ich werde es bereuen. Ich bin vom Spieler her eigentlich eher was auf Konstitution brauchen werde, aber es ist ja, ich werde es mal so, wir werden später nochmal leveln können. Also weiter hier. Das haben wir jetzt sowieso schon sogar schon fast eine Stunde voll gekriegt. Mit dem Charakter-Editor. Ah, der Sui spiele ich jetzt gerade einfach Charakterhintergrund Straßenkind. 3 Konstitution, 5 Intelligenz, 4 Reflexe, 6 technische Fähigkeiten, 4 Coolness. Das mal, glaube ich, so. Kannst die Punkte jederzeit im Spiel frei verteilen? Ja. Na dann. Auf geht's.